Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zu einem Live-Warhammer Total War Quick Battle. Und in dieser Runde spielen wir die Waldelfen. Es sei denn, unsere Gegner nehmen die Zwerge, dann wählen wir die Tiermenschen, da sie auch Kreaturen des Waldes sind. Und die Waldelfen-Armee-Komposition, die ich dieses Mal benutzen möchte, ist eine sehr mobile Hit-and-Run. Armee bestehend aus hauptsächlich Wild Riders und einer Reihe von Bogenschützen. Deepwood Scouts heißen sie, glaube ich. Die haben die Stalk-Fähigkeit und können sich deswegen durch die... okay. Unser Gegner nimmt die Zwerge, das heißt, wir gehen zu den Tiermenschen. G.H. Todd. Gucken wir mal kurz einmal in das Steam-Profil rein. 700 Stunden Spielzeit. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Sogar mehr als ich. Und das will schon was heißen, muss ich jetzt mal sagen. Gut, gegen die Zwerge ist man natürlich ziemlich schlecht bedient. Mit den Waldelfen, das machen wir jetzt gar nicht, das ist immer zu schnell kaputt. Stattdessen, wir brauchen irgendeine Einheit mit Magieangriffen. Haben wir da irgendwas? Nicht so richtig, wenn ich hier gerade so durchsehe. Aber okay, ich denke mal, wir können stattdessen Malagor the Dark Omen mitnehmen. Mit dem Manticore, das ist eigentlich alles, was wir von ihm haben wollen. Die Worf ist wahrscheinlich auch ganz nett, aber so richtig können wir das nicht benutzen. Deswegen nehmen wir stattdessen einen Todesschamanen. Todesschamanen mit dem Spirit Leech Spruch mit. Und das ist auch alles, was wir hier brauchen, um eventuelle Geister auszuschalten. Das ist jetzt zwar irgendwie schon recht teuer, nur um gegen Geister zu bestehen. Deswegen nehmen wir vielleicht noch einen Fate of Buna mit. Deswegen können wir auch noch eine Hammer-Einheit oder Slayer oder so eine Einheit kaputt machen. Mit relativ zügig. Dann lohnt sich das ein bisschen mehr. Also haben wir hier einmal den Saigor. Die Worf lassen wir weg. Unser Gegner ist schon fertig. Wir nehmen wie üblich zwei Gorbuls mit. Die sollten in keiner Armee fehlen. Auch wenn sie jetzt eventuell gegen einen Haufen Zwergenarmee nicht so erfolgreich ist. Zusätzlich nehmen wir mit zwei Razorgore Chariots, um die gegnerische Formation ein bisschen durcheinander zu bringen. Zwei Bestigors, außerdem drei Einheiten Centigors mit Great Weapons, nur eine Einheit Bestigors, vielleicht noch eine Einheit Razorgore Herden und eine Reihe von Angor Spearmen mit Schilden wäre wahrscheinlich nicht schlecht, aber. Seien wir ehrlich, die sollen auch nur dazu da sein, um ein bisschen das Feuer abzulenken. Okay, vielleicht eine Einheit mit Throwing Axes wäre vielleicht nicht schlecht. Haben aber fast kein Geld mehr für irgendwelche anderen Einheiten, deswegen pumpen wir jetzt hier noch ein bisschen was rein. Okay, und gehen mit diesem Clusterfuck an Armee in den Kampf gegen die Zwerge. Was ist die Taktik? Ich habe das früher gerne gemacht, wenn ich mit Clan Angrund gespielt habe. Den Gegner praktisch in eine Situation gezwungen, in der er praktisch irgendeine Einheit mitnehmen muss, in der, dadurch, dass Clan Angrund ja die Geisterhelden dabei hat, muss man irgendeine Einheit dagegen mitbringen, die diese Einheiten ausschalten kann. Deswegen kann man so einen leichten Trick machen. Man nimmt zwar Clan Angrund, aber keine Geister und hat der Gegner schon ein bisschen Ressourcen ausgegeben, die andererseits nicht nötig gewesen wären. Wäre natürlich blöd, aber ich denke, das ist verkraftbar. Wenn er jetzt hier mit einer ganzen Reihe von Gyrocoptern kommt, wird er mir sicherlich Probleme bereiten. Wenn er stationär spielt, werde ich ihn mit meinen Streitwagen im Nu auseinandernehmen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Die Zwerge werden hier in diesem Kampf von den Speerträgern, den Angor Spearmen, festgehalten, sodass sie sich nicht mehr großartig bewegen können. Und von den Streitwagen und den Centigors mit Great Weapons zu Tode gecharged. Das ist die Idee. Und dagegen können sich Zwerge kaum erwehren. Jedenfalls, wenn sie sehr stationär spielen. Gutes ist, na gut, unsere Kavallerie ist leider ein bisschen anfällig für die Runen. Runes of Wrath and Ruin, wenn er die viel mitgebracht hat. Das heißt, wir müssen unseren Angriff ein bisschen abwarten, bis die Angors da sind, bis die Razorgors drin sind. Centigors sind dazu da, um gegen Gyrocopter zu verteidigen, die so ein Zwergenspieler auch immer mal wieder gerne mitbringt. Wo würde ich mich aufstellen als Zwerg?
vermutlich eventuell eher hier. Wahrscheinlich wird er sich irgendwo hier in dem Bereich aufstellen. Das nehme ich jetzt mal an. Das heißt, wir stellen uns mal mit zwei Einheiten hier in diesen Wald. Angriffstruppe Alpha, Gruppe 4. Dann kommen unsere Centigors mit Throwing Axes, packe ich mal auch hier rein. Unsere zwei Streitwagen, von denen kommt einer hierher und der andere kommt irgendwo hier hinten hin, wo er hoffentlich nicht gesehen wird. Unsere Speerträger kommen hier so ein bisschen weiter nach hinten. Letzten Endes können wir mit denen jetzt auch nicht so unglaublich viel machen. So, ihr kommt hier nach hinten. Okay, Razor Gores. Die können sich, glaube ich, nicht mal im Wald verstecken. Packe ich auch hier hinten rein. Falls irgendwas los ist, müssen sie schnell zum Rest der Armee. Und unsere beiden anderen Centigors kommen auch noch hier dazu. Das ist jetzt nicht unbedingt die beste Formation, die ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe. Beziehungsweise, ne, ihr kommt auch noch mit dazu, nur der Streitwagen bleibt hier. Das heißt, ihr seid unsere Hauptkampflinie und bleibt hier auch in dieser Formation. Gruppe 1, Gruppe 2. Ja, mit den restlichen Einheiten muss ich halt aufpassen, dass ich sie nicht aus den Augen verliere. Okay, los geht's. Und unser Gegner steht hier. Sieht so aus, als hat er keine Artillerie mitgebracht. Allerdings drei Rune Lords. Okay, interessant. Keine Artillerie. Er kommt, so wie es aussieht, auf uns zu. Das soll mir recht sein. Wir haben relativ viel Magie. Das ist gut für uns. Wie viel Geld hat er hier? Longbeard jetzt mit Great Weapons. Er hat wohl stark mit Bestigors gerechnet. Haben wir jetzt nicht mitgebracht. Hat er auch mit allen seinen Einheiten die Rune of Wrath and Ruin mit dabei? Natürlich. Die ist mit allen dabei. Es ist ehrlich gesagt auch eine der einzigen Armeekompositionen, die auch nur so ein bisschen eine Chance haben zu funktionieren. Wir spawnen erstmal gleich jeden Moment einen Manticore. Wenn er ein bisschen aus dem Wald herausgekommen ist. So, er muss jetzt angreifen. Manticore. Do your thing. Und wir fangen jetzt an, von der Seite in seine Einheiten rein zu chargen und in die Grumbling Guard rein zu schießen. Wo sind unsere die Jungs hier? Fangen an zu schießen. Okay, da kommt jetzt wohl gerade eine Rune des Todes und der Zerstörung an. Macht natürlich nicht viel bei solchen Einheiten. Ah, aber er hatte tatsächlich noch eine ganze Reihe von Bogenschützen hier in der Hinterhand. Auf die müssen wir aufpassen, dass sie uns nicht anfangen, zu sehr zu nerven. Aber ich denke mal, das können wir unter Kontrolle halten. Zuerst lassen wir mal unseren Saigor so viel auf ihn feuern, wie wir das nur können. Der Rest unserer Armee kann sich mal ein kleines bisschen vorwärts bewegen. Und wir holen uns hier und da nochmal einen weiteren Charge ab. Und, ach, heute haben wir leider nicht so viel Glück, was die Treffer unseres Saigors angeht. Aber die werden ordentlich weggemacht. Und das ist schon mal gut. War schon mal gut. Ach, treffen heute irgendwie nix. Slayer machen auch nicht sonderlich viel Schaden hier. Ich muss nur aufpassen, dass meine Centigors nicht kaputt gemacht werden. Lauf, 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 lauft. Jetzt haben wir schon einiges an Schaden angerichtet an seinen Einheiten. Und er steht einfach weiter rum und macht nichts.
Okay, jetzt greifen wir mal an mit dem ganzen Spaß, den wir hier haben. Keine Lust mehr da rumzustehen. Wir gehen rein. Wir gehen rein. Und rein in die nicht. Das ist keine so optimale Idee im Nachhinein. Und jetzt gucken wir mal, ob das funktionieren kann. Ihr schnappt euch den Rune Lord. Der ist tatsächlich auf einem... Hier räumen wir gleich von hinten auf. Bin ich recht zuversichtlich. Und wir können ein Fate of Buna casten auf... Grumbling Guard. Das ist ganz schön. Hier in die nächste Einheit rein. Chargen bitte. Und wir sehen jetzt gleich langsam, aber sicher einen Erfolg. Nicht so schön, wie ich das gerne hätte. Ist noch keine Geister dabei, oder? Nein. Natürlich nicht. Ihr müsst wieder raus. Kommt, haut den Runesmith kaputt. Beziehungsweise den Rune Lord. Ihr kommt auch wieder raus. Ihr seid nur da, um die Formation so ein bisschen zu halten. Ihr feiert die Jungs hier und klappt den ganzen Laden zu. Und nächster Angriff mit unseren Streitwagen. Hier auch der nächste Angriff, hier auch der nächste Angriff. Ihr verfolgt Ulthas Rangers, ihr sorgt dafür, dass die hier nicht mehr zurückkommen. Und ich würde mal sagen, das war es jetzt so ziemlich jeden Moment. Sein Rune Lord versucht abzuhauen. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht, dass der abhaut. Wir haben nochmal einen schönen Fate of Buna. Auf welche Einheit sollen wir die zielen? Grumbling Guard. Haben wir die weg. So, so haben wir nämlich praktisch in mehrere Richtungen. Oh, unser Beast Lord ist gerade in einer etwas ungünstigen Situation. Und wir sollten ein bisschen effizienter chargen, so wie es aussieht. Damit wir jetzt nicht draufgehen. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wie das gerade alles läuft. Na, wo ist unser Lord? Oh, unser Lord ist leider kaputt. Das ist ein bisschen ungeschickt. So im Großen und Ganzen ein bisschen blöd. Boah, wohl auch ein bisschen in schlechter Verfassung, leider. Aber sein Lord ist jetzt jeden Moment tot. Und ich denke, damit kriegen wir auch den ganzen restlichen Humpen hier kaputt. Nochmal ein Angriff hier auf diese Slayers. Unsere Santikoros müssen unbedingt chargen, um erfolgreich zu sein. Ihr kommt wieder zurück, wenn es geht. Ein Angriff auf den Rune Lord. Kommt, macht den Rune Lord kaputt. Ich gebe auch gerne nochmal eine Bohne aus. Wobble darf nicht sterben. Und das müsste es jetzt eigentlich gewesen sein. Jupp. Da geht er down. Da geht er down. Noch ein paar Slayer sind übrig. Ich glaube, wir kriegen sie jetzt kaputt.
Mit so ein paar konzentrierten Charges. Auch wenn das nicht so schön gelaufen ist, wie ich mir das erhofft habe. Runesmith ganz alleine. Und Fleet und die ganzen Einheiten sind auf dem Rückzug. Ja, das ist auch eine Zwergenkomposition, mit der man eventuell gewinnen kann. Bestehend aus sehr, sehr vielen Rune Lords. Weil man so extrem viel Schadensoutput hier haben kann. Extrem viel Damage-Output durch die Ruhen des Zorns und der Zerstörung. Der Rest der Armee ist eigentlich nur dazu da, um die Linie so lang wie möglich zu halten, um den Ruhen-Lords genug Zeit zu geben, mit ihren Ruhen hier extrem viel Schaden zu machen. Interessante Armeekomposition hat leider nicht so gut geklappt, weil es sind Zwerge und Zwerge werden von allen Seiten angegriffen und dann niedergemacht. GG an GH Todd, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.